Hallo liebe Forge of Empires Freunde und willkommen zu einem Video über die Gildengefechte. Ich wollte euch sagen, warum ihr immer wieder dieselben Gegner in den Gildengefechten habt. Und zwar haben wir die folgenden Gegner. Twist of Fate, Unwirksame Schmiede, Friedfertigen, Sonntagsfahrer, La Familia, John Dragons und die Händler. Und das sind Gilden, mit denen wir es des Öfteren zu tun haben und die wir immer wieder als Gegner haben. Ich glaube, Twist of Fate hatten wir die letzten 5 Saisons ungefähr. Und der Grund ist, dass alle Gilden, die in unserer Gruppe sind, 1000 Matchmaking-Rank-Punkte haben, also 1000 Liga-Punkte. Wir haben 1000 Liga-Punkte, Twist of Fate hat 1000 Liga-Punkte, die Unwirksame Schmiede bis runter zum letzten, alle haben 1000 Liga-Punkte. Und man könnte jetzt meinen, dass alle Gilden, die 1000 Liga-Punkte haben, also die so erfolgreich in den Gildengefechten sind, dass sie die maximale Liga-Punkteanzahl haben, zueinander zugewürfelt werden, also zufällig zugewiesen werden. Aber das ist nicht der Fall. Hier sieht man die Gilden auf unserem Server Dinegu D. Und hier seht ihr unsere Gruppe. Das ist die Prognose, die FOE-Spielerin Out of the Line am Dienstag bereits gestellt hat, welche Gilden aufeinandertreffen in dieser Saison. Und das ist exakt unsere Gruppe. Das hat sie am Dienstag geschrieben. Heute ist Donnerstag, die Gildengefechte gingen los. Und woran liegt es? Ihr seht hier auf der rechten Seite die Liga-Punkte. Die allerersten Gilden haben alle 1000 Liga-Punkte und ab einem bestimmten Wert geht es dann hier abwärts, wo es dann kleiner wird als 1000 Liga-Punkte. Und hier hat es wirklich noch was mit den Werten zu tun, wie stark die Gilden sind, wie sie zueinander zugewiesen werden. Aber ab über 1000 Liga-Punkten ist das nicht mehr der Fall. Denn ihr seht hier ganz auf der linken Seite noch eine andere ID, und zwar die Gilden-ID ist das. Und die hängt mit dem Gründungsdatum eurer Gilde zusammen. Wenn eure Gilde schon relativ zeitig gegründet wurde, dann hat sie eine niedrige Gilden-ID als eine neu gegründete Gilde oder eine relativ neu gegründete Gilde. Und so kommt es, dass erfolgreiche neue Gilden immer wieder gegen andere erfolgreiche neue Gilden in den Gildengefechten spielen und erfolgreiche alte Gilden immer wieder gegen erfolgreiche alte Gilden in den Gildengefechten spielen. Es ist also kein Zufall, welche Gilde ihr als Gegner habt. Es ist rein von der Gilden-ID und den Matchmaking-Rank-Punkten, den Liga-Punkten aus sortiert. Vielleicht könnt ihr noch darunter schreiben, unter das Video, wo man die Gilden-ID herausfindet, weil das habe ich nicht herausfinden können. Wenn ihr nämlich jetzt in eure Gildenbeschreibung geht, dann seht ihr das nicht hier irgendwo, wie eure Gilden-ID ist, aber es ist definitiv, hat definitiv was mit dem Gründungszeitpunkt der Gilde zu tun, weil wir spielen schon sehr, sehr lange auf diesem Server und ich weiß, genau das gleiche ist der Fall für die Gilden Twist of Fate, Tafelrunde, Goldenes Zeitalter und das sind alles Gilden, die spielen ständig gegeneinander in den Gildengefechten. Also es hat definitiv was mit dem Gründungszeitpunkt zu tun. Ich nehme an, das wird einfach aufsteigend vergeben an Gilden, die jetzt neu gegründet werden, dass sich die ID immer weiter erhöht. Aber ich weiß nicht, wo man die sieht. Ich vermute, es könnte was damit zu tun haben, dass man, wenn man jetzt hier die Gildenrangliste öffnet und vielleicht hier die Elemente durchforstet und da vielleicht irgendwo rausfinden kann, welche ID so eine Gilde hat. Aber ich weiß es auf den ersten Blick nicht. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten soll es das schon gewesen sein für dieses kurze Video und dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich mache ja auch jede Menge andere FOE-Videos und falls ihr da Interesse habt zuzuschauen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Dann bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, ciao.